Die Woche. Mal aus einer ganz anderen Sicht. Der satirische Wochenrückblick bei Baden FM. Sonntag ist Mutti-Tag für uns Muttisöhnchen, der höchste Feiertag im ganzen Jahr. Endlich können wir unseren Muttis huldigen für all die Unannehmlichkeiten, die wir ihnen bereitet haben. Angefangen von den Schwangerschaftsstreifen bis hin zur schmutzigen Wäsche, die wir ihnen allwöchentlich vorbeibringen. Doch wie macht man Mutti bloß eine Freude? Mit einem Strauß Primelchen? Einer Schachtel edle Tropfen? Oder etwa mit einem Todesschuss auf den meistgesuchten Terroristen der Welt? Mutti Merkel hat sich darüber jedenfalls gefreut wie Bolle. In einer ersten Stellungnahme sagte sie, so wörtlich, ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. Boah, Angie, alte Killer Queen, diese blutige Seite an dir kannten wir noch gar nicht. Selbst die Katholizisten in deiner Partei mit dem großen C waren erschrocken ob deiner Schadenfreude, die zur christlichen Nächstenliebe so gar nicht passt. Und nun meldet sich auch noch die Laberfraktion der Geisteswissenschaftler zu Wort, die der Naturwissenschaftlerin Merkel semantische Unsensibilität vorwirft. Auf Deutsch, Merkel checkt nicht, was sie sagt. Na, was hätte sie denn sagen sollen? Etwa, auf solch eine Art und Weise ziehe man keine politischen Gegner aus dem Verkehr? Man hätte Bin Laden auch einfach einen erschummelten Doktortitel anhängen können. Manchmal hilft eben nur bedingungslose Härte. Gerade auch, wenn es um grün-rote Terrorbekämpfung geht. Mit alttestamentarischem Furor hat Bayerns Oberbefehlshaber Seehofer dem Nachbarbundesland nun den Kampf der Kulturen erklärt. Die einst so treue Südwestschiene zerfällt. Was bleibt, ist die christlich-abendländische Bastion im Südost und die ökosozialistische Achse des Bösen in Südwest. Der bayerische Geheimdienst geht davon aus, dass sich Öko-Taliban-Führer Kretschmann in der Villa Reitzenstein verschanzt hält. Die Lederhosen Navy sei auf dem Weg dorthin im Tarnkappen-Transrapid. Und Mutti Merkel, die grinst schon wieder. Der satirische Wochenrückblick bei Baden FM. Jeden Freitag in der Baden FM Morgenshow. Oh.